Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession Star Wars Knights of the Old Republic. Wir machen weiter mit einer wunderbaren Drehung und dann auch schon mit dem Game. Ich habe mich gerade nur verklickt. Ja, was ist unsere aktuelle Aufgabe? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Gucken wir nochmal ganz kurz nach. Jetzt geht wieder das Gesuche los. Enklave, Kendoris, okay. Wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen. Gehen wir erstmal zum Jedi-Rat, beziehungsweise zu unserem Ausbilder. Genau, gehen wir erstmal zum Ausbilder. Da werden wir wahrscheinlich zuerst hin müssen. Und dann zum Jedi-Rat. Was aus der anderen Quest wird, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ob wir es überhaupt noch machen können. Ob es vielleicht sogar schon fertig ist. Wer weiß. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall hier erstmal zum Ausbilder, der nicht mehr da ist. Okay, der ist weg. Dann müssen wir wohl hier hin. Ah, genau. Ihr seid zurück, Padawan. Habt ihr herausgefunden, was Revan und Malak in diesen Ruinen gesucht haben? Wir fanden eine unvollständige Sternkarte und hörten von etwas, das sich Sternschmiede nennt. Die Neuigkeiten über die Sternenschmiede sind äußerst besorgniserregend. Wir müssen handeln, doch sollten wir uns nicht zur Hast verleiten lassen. Wir müssen die jüngsten Ereignisse angesichts der neuen Informationen neu überdenken. Wir sollten die Jedi-Archive konsultieren, um herauszufinden, ob diese Sternenschmiede erwähnt wird und um was es sich dabei handeln könnte. Wir müssen herausfinden, warum sie Revan und Malak finden wollten. Kehrt zu eurem Schiff mit Bastila zurück. Wir werden nach euch schicken, sobald wir unsere Besprechungen beendet haben. Alles klar. Padawan. Ihr habt Großes geleistet, indem ihr die Sternenkarte in den alten Ruinen entdeckt habt. Doch im Kampf gegen Malak und die Sith gibt es noch viel zu tun. Wir Jedi wissen, dass wir die Sith nicht in einem offenen Krieg bezwingen können. Der Rat hat daher einen wichtigen Auftrag für euch, Padawan. Ich habe unsere riesigen Archive zu Rate gezogen, um dieser geheimnisvollen Sternenschmiede auf die Spur zu kommen. Aber meine Bemühungen waren vergebens. Dennoch, der Rat ist sich einig. Die Sternenschmiede muss gefunden werden. Revan und Malak haben danach gesucht, als ihr tragischer Fall begann. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Sternenschmiede ein mächtiges Werkzeug der dunklen Seite ist. Die Sternenkarte in den Ruinen zeigt 4 Planeten. Doch sie ist unvollständig. Sie zeigt nicht den Standort der Sternenschmiede selbst. Wir glauben, dass es auf anderen Planeten ähnliche Sternenkarten geben dürfte. Jede der Sternenkarten ist vermutlich Teil eines größeren Puzzles. Findet die Sternenkarten auf Kashyyyk, Tatooine, Manaan und Korriban. So werdet ihr zur Sternenschmiede gelangen. Ich bin bereit, den Willen des Rates zu erfüllen. Die Zahl der Jedi wurde durch den Krieg, durch Deserteure, die sich Malaks Reihen angeschlossen haben, und durch die Meuchelmörder der Sith stark ausgedünnt. Doch uns ist wohl bewusst, wie wichtig dieser Auftrag ist. Doch wenn wir eine ganze Einheit Jedi-Ritter ausschicken würden, würden wir nur die Aufmerksamkeit von Malak und den Sith auf euch lenken und euren Auftrag von vornherein zum Scheitern verurteilen. Soll ich diese Aufgabe alleine bewältigen? Die Geheimhaltung ist unsere beste Verteidigung gegen die Sith. Es wäre aber töricht, euch alleine auf diesen Auftrag zu schicken, Padawan. Bastila wird euch begleiten. Zwischen euch gibt es eine mächtige Verbindung. Eine Verbindung, die sich vielleicht als Schlüssel entpuppt, um die Mysterien zu enträtseln, die Revan entdeckt hat. Johorny hat uns ebenfalls gebeten, euch begleiten zu dürfen. Nach langen Beratungen sind wir zu dem Entschluss gelangt, ihr ihren Wunsch zu gewähren. Johorny ist beinahe der dunklen Seite verfallen. Vielleicht wird euch ihre Anwesenheit an die Gefahren erinnern, die euch drohen. Es gibt andere, die ich gerne mitnehmen würde. Natürlich werden euch auch eure Gefährten begleiten, die euch bereits auf Taris zur Seite standen. Ihre Fähigkeiten könnten sich als nützlich erweisen. Denkt stets daran, dass die Geheimhaltung und unauffälliges Vorgehen für euren Erfolg von entscheidender Bedeutung sind. Ihr werdet nicht verbergen können, dass ihr zu den Jedi gehört, und sollt das auch nicht. Doch Malak darf niemals vom wahren Ziel eures Auftrags erfahren. Ihr könnt jederzeit hierher zurückkehren. Dantooine soll ein Zufluchtsort, ein Hort der Sicherheit für euch sein. Hier könnt ihr eure Vorräte aufstocken
und uns und andere um Rat fragen. Verlasst euch auf mich, ich werde nicht versagen. Ihr könnt aufbrechen, wann immer ihr wollt. Je früher ihr aufbrecht, desto besser. Je länger ihr wartet, desto stärker wird Malak. Doch zuerst möchte ich euch noch eine Warnung mitgeben, Padawan. Der Verlockung der dunklen Seite ist sehr schwer zu widerstehen. Ich fürchte, die Suche nach der Sternenschmiede könnte euch auf einen Pfad führen, der euch nur allzu vertraut ist. Das Schicksal der Galaxis liegt in euren Händen, Padawan. Wir beten, dass ihr der Herausforderung gewachsen seid. Möge die Macht mit euch sein. Neuer Tagebucheintrag und auch eine neue Quest. Ja. Ich denke mal, es wird ja auch die Möglichkeit geben, dass man dann tatsächlich auf die dunkle Seite geht. Vermute ich jetzt einfach mal so. Machen wir natürlich nicht. Ganz klar. Wir wollen natürlich richtig spielen. Wir gucken uns das natürlich an. So, der Rat der Jedi hat angeordnet, dass dich eine junge Katar namens Yuhani begleitet. Sie scheint ihr Gefühl noch nicht im Griff zu haben. Vielleicht kannst du ihr helfen. Und die Suche nach der Sternenschmiede, der Rat der Jedi hat dich mit der Suche nach dem verschollenen Sternkarten betraut. Nur wenn du alle Sternkarten findest, kannst du das Geheimnis der mysteriösen Sternenschmiede lüften. Ymalak und Revan vor dir. Alles klar, schließen wir es mal wieder. Und gehen dann einfach mal zu unserem Schiff zurück. Denn hier können wir anscheinend nichts mehr wirklich machen. Wo diese Katar sein sollte, da habe ich jetzt keinen Bock, die zu suchen. Vielleicht taucht die ja beim Schiff auch auf. Wer weiß. Ich habe ihn jetzt natürlich auch porten können, aber ich hätte jetzt gerade keine Lust. Weil das ein bisschen unnötig war. Oh, darf ich euch etwas fragen? Padawan, Gerüchte über eure Audienz vor dem Rat der Jedi. Aber gebt ihr den Auftrag, uns im Kampf gegen Valak und Sith beizustehen. Wo wisst ihr, dass ich einen Auftrag habe? Ich weiß, in den Kammern des Rats und ich war ziemlich lange dort, also gehe ich davon aus, dass euch der Rat einen Auftrag gegeben hat. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht, dass ihr etwas sagt, das in der Runde der Republik gefährden könnte, egal welchen Auftrag ihr habt. Das ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Ich wollte euch nur warnen, passt auf euch auf und viel Glück. Da draußen lauern unzählige dunkle Gefahren. Die Sith sind nur Diener der dunklen Seite. Was könnte denn gefährlicher sein? Meister Dora möchte sich eines Tages am Mist übernehmen. Unsere Kreaturen. Terentatek. Sie leben durch ein Blut derer, in denen die Macht stark ist. Viele Jedi sind ihrem unstillbaren Appetit im Laufe des Jahrhunderts zum Opfer gefallen. Was macht die denn so gefährlich? Sie sind Raubtier und Jedi sind seine Beute. Die Bestien sind äußerst stark und klug. Und sie sind vor Machtangriffen gefeilt. Zum Glück sind die Terentak sehr selten. Sie sind nur gefährlich in dunklen Orten der Galaxie. Seit fast 40 Jahren wurden keine der Bestien mehr gesehen. Sind sie auch so ausgestorben? Das ist nicht das erste Mal, dass die Terentak-Empire verschwinden. Angeblich fallen sie in eine Art Winterschlaf, bis sie vor der Macht der Seite geschickt werden. Für die Malak hat sich Kreaturen unbewusst aufgeweckt. Er würde mich nicht wundern, wenn der Rat nach der Vernichtung der Sith erneut eine große Jagd aussuchen würde, um den Terentak auszulöschen. Eine große Jagd? Was ist das? Rat der Jedi hat die größte Jagd kurz nach dem Exakunkrieg ausgerufen, auf hinter der Jedi in den Teilen der Galaxis beim Wiederaufbau des zerstörten Planeten. Viele Jedi-Verwandten in dieser Zeit spurlos. Wir wussten nicht einmal, ob sie ermordet worden waren, bis wir nach und nach ihre verstümmelten Körper entdeckten. Untersuchung fand heraus, wurde verantwortlich, beschloss man die Galaxis von den Bestien zu befreien, doch der Preis dafür war hoch. Die Jedi haben diese Wesen als getötet. Tentarinen Augenboten sind Hölle. Sind sehr grausame Tötungsmaschinen. Der Rat hatte keine Wahl. Sie mussten vernichtet werden zum Wohl der Galaxis. Viele Jedi schlossen sich zusammen und reisten zu Planeten, auf denen die Tentarik vermutete. Die große Jagd endete erst, als die Tentarik erschlagen waren. Fast alle angeblich noch lebten auf Korriban, eine dunkle Welt, die als Geburtsort des Sith galt. Noch einige Tentarik auf dem Planeten war Exakun. Erst Sith-Krieg übrigens der dunklen Seite verfallen. Korriban wurde verschont. Der Rat verfügte dann noch mehr Jedi und der dunklen Seite verfallen können, erklärte die große Jagd für beendet. Insgeheim sollten aber einige Jedi das Werk vollenden. Okay, ich glaube, ich muss jetzt weiter. Möge die Macht mit euch sein. Jetzt eine Stunde hier noch weiter zu quatschen, habe ich keinen Bock. Gut, dann gehen wir auf unser Schiff. Da sollen wir, glaube ich, auch hin. Wir sollten auch hoffentlich genug Vorräte dabei haben. Die Frage ist, wie komme ich aufs Schiff rein? Wo ist denn der Eingang? Wo ist denn jetzt hier überhaupt der Eingang? Gute Frage, ehrlich gesagt. Wie komme ich da jetzt aufs Schiff rauf? Gut, dass man da einfach gar nicht runter kann. Ne, hier ist hinten. Warte mal, hä, wie komme ich jetzt aufs Schiff rauf? Ich soll doch jetzt irgendwo hinfliegen, oder nicht? Ja, geh weg. Der Droide. Ach da, warte mal. Wie
konnte ich den Eingang gerade übersehen? Das war jetzt gerade irgendwie dumm. Alles klar. Holen wir uns unser Lock hier nochmal rein. Hier steht nichts. Yuhani Arate ist sich eine junge Katar namens Yuhani begleitet. Sie scheint ihr Gefühl noch nicht im Griff zu haben. Vielleicht kannst du ihr helfen. Die Frage ist, wo ist denn die Yuhani überhaupt? Die wird ja nicht hier sein, ne? Rampe? Quartiere der Besatzung? Swoopang? Was? Swoopanga? Was ist denn das? Geil. Okay, wahrscheinlich so ähnlich wie ein SW-Tor. Frachtraum? Quartier der Besatzung. Okay, ich gehe mal kurz hier mal nahe lang. Okay, hier sind bloß die ganzen Charaktere. Die kennen wir ja schon. Hier ist unser Druide mit dem lustigen Namen. Oh, das Schiff kommt mir irgendwie total bekannt vor. Obwohl, nein. Nee, das sieht doch anders aus. Okay. Das ist die Karte der Galaxis, der Navigationscomputer der Evon H. Wenn du Dantooine verlassen willst, kannst du mit Hilfe der Karte zu anderen Planeten reisen. Computer der Ebene H ist immer noch ein Ziel, der Daviks letzten Flug gespeichert. Okay. Das heißt wohl, dass wir wahrscheinlich raus müssen, ne? Nein, ich habe nichts auf dem Herzen. Und wie komme ich jetzt weg? Karte? Ist gerade irgendwas mit. Ah, hier, Karte der Galaxis. Okay, Dantooine. Wo kann ich jetzt woanders hin? Reisen? Nee, also wo kann ich denn den Planeten wechseln? Dann würde ich halt jede Akademie. Kann es sein, dass ich hier vielleicht noch gar nicht hin muss? Irgendwie ist irgendwas sagt mir, dass ich hier falsch bin. Reisesystem deaktiviert. Irgendwas sagt mir, dass ich falsch bin. Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich falsch. Du musst wieder einen Ausgang finden. Upsala, Kamera, ich hasse dich. Vielleicht sollen wir ja doch noch nicht aufs Schiff. Ah, jetzt. Achso, nee, das sind bloß unsere Chars. Ja. Ist jetzt sowieso egal, hier auf Dantooine ist ja nix. Sie scheint etwas auf dem Herzen zu haben, mit mir sprechen. Wie kann ich helfen? Das hatten wir doch schon. Wir hatten doch das Gespräch auch schon gehabt. Okay, jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Zum Außenhof. Okay, Freunde, ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich rausgefunden, ob ich jetzt hier noch was machen muss. Ich würde eigentlich sagen, wir gucken uns mal kurz was anderes an. Denn. Ja, wir waren ja hier noch nicht überall. Wir waren zum Beispiel noch nicht da hinten drin. Und deshalb habe ich mir gedacht, gucken wir uns das auch nochmal ganz kurz an. Vielleicht finden wir da ja noch unser Glück. Nämlich hier. Ja, gut. Ein C3PO-Fake. Hier in diesen Räumen hier waren wir nämlich auch noch nicht drin. Sola. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ich bin ein Reisender auf der Suche nach etwas Unterhaltung. Wollt ihr nur ein Parsaak mit mir spielen? Ich habe zwar Karten, aber was ist Parsaak? Es ist in der Tat ein farbenhaftes Kartenspiel. Ich habe gehört, dass es sich in mindestens eine Galaxie ausbreitet. Ich bin zwar selbst kein Meister dran, verfüge aber in gewissen Beschlagnahmen. Dann zufällig ein Spiel, ich könnte es euch für 100 Credits verkaufen, wenn ihr Interesse habt. Nee, Moment nicht. Ah ja, kommt wieder, wenn ich euch der Sinn nach einem Spiel ist. Das können wir irgendwann später machen. Jetzt aber nicht. So, was haben wir hier? Sammelt was wollt ihr? Aber Samond, nicht so unfreundlich. Ohne diesen jungen Jedi wären wir uns nie begegnet. Ich sollte mit ihm sprechen. Ich habe mir den Verlust meines Druiden zu sehr zu Herzen genommen. Ah, so ist die. Es tut mir leid. Dafür gibt's keinen Grund. Ganz genau. Eure Belohnung sagt mehr als 1000 Worte. Doch, ich hing zu sehr an dem Druiden. Er war alles, was mir von meinem Mann geblieben war. Vielleicht dachte ich, dass mein Mann in dem Druiden weiterlebt und bei mir ist. Ich denke, wir haben verstanden. Aus Liebe geschehen die seltsamsten Dinge. Aber ich bin zu weit gegangen. Ich hatte mich völlig zurückgezogen. Das war falsch. In meiner Trauer kam ich hierher zurück und traf Samond. Er ist wirklich faszinierend. Ja, er schien recht nett. Ich kam mit Samond ins Gespräch und, naja, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Ich denke, wir werden uns öfter sehen. Tja, das ist der Lauf der Dinge. Vielleicht gibt es doch so etwas wie Schicksal, aber wir sollten jetzt gehen. Wir haben noch so viel zu besprechen. Ich wollte euch nur danken für das, was ihr für mich getan habt. Und was ihr zu tun versucht habt. Lebt wohl. Und vielen Dank. Ja, aber jetzt wird diese Quest auf jeden Fall noch abgeschlossen, aber es ist trotzdem nicht der Charakter, den ich eigentlich gesucht habe. Und hier ist niemand. Die Kiste kann ich auch nicht öffnen. Okay. Genau, es scheint so, als ob wir wirklich alles gemacht haben hier.
Deswegen, das kann ich hier nicht mehr weg. Gut, dann laufen wir eben nochmal zurück. Weil ich finde, dass wir auch so nichts mehr, was wir machen müssen. Und jetzt hier nochmal 20 Mal notieren. Immerhin, dann wird diese eine Quest noch abgeschlossen. Besser als gar nichts. Und deswegen gehen wir jetzt auf unser Schiff wieder zurück. Denn ich habe nämlich gerade eben tatsächlich was übersehen. Ich habe nochmal kurz nachgeguckt. Da war tatsächlich ein Button zum Durchschalten. Den habe ich jetzt nur nicht gesehen. Bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Aber ja gut, passiert. Und jetzt noch weiß ich auch, dass der Eingang da ist. Komisch eigentlich. Du musst deine Kameraden... Oh. Wo seid ihr beiden denn? Ja? Oh, wo bleibt die Sau denn? Wie langsam ist die bitte eh? Klar. Ja, du sollst hier bleiben. Hier bin ich. Du bleibst hier. Ja? Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wo sind die anderen denn jetzt? Jetzt kommt endlich. Ich will eigentlich auf mein Schiff. Kann sein, dass ihr mich hier ewig lang aufhaltet. So, speichern wir doch mal ab. Und dann gehen wir, würde ich sagen, direkt mal zur Sternkarte. Die sind ja unsere ganzen Kameraden. Ich würde sagen, wir nehmen auch genau die Reihenfolge, die da vorhin gesagt wurde, wenn das möglich ist. Genau, hier kann man nämlich durchschalten. Das habe ich nämlich gerade eben gar nicht gesehen. Hier kann man nämlich die Planeten tatsächlich wechseln. Kashyyyk haben wir, Dantooine, da sind wir ja gerade. Manan. Oh, Manan gibt es auch. Das kennen wir auch als Espetor. Tatooine kennen wir natürlich auch. Korriban, das wurde ja als letztes genannt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit... Ja, gehen wir hier so der Reihe nach. Yavin kann man übrigens auch noch hin. Da können wir später auch noch mal hin. Da ist aber, glaube ich, nichts. Deswegen gehen wir erstmal nach Kashyyyk. Lord Malak, die Sternenschmiede arbeitet mit 200% Leistung. Weit über unseren Erwartungen. Ich interessiere mich mehr für die junge Jedi Bastila und ihre Kampfmeditation. Konntet ihr in Erfahrung bringen, wie sie von Taris fliehen konnte? Sie erhielt durch Karth Onasi Unterstützung. Ein mehrfach ausgezeichneter Kriegsheld der Republik und legendärer Soldat. Während der Mandalorianischen Kriege erhielt er mehrere Auszeichnungen für seine Tapferkeit. Ihr kennt diesen Mann? Ja, Lord Malak. Er hat unter mir gedient, als ich noch für die Republik kämpfte. Man könnte sagen, ich war sein Mentor. Interessant. Und wie kamt ihr an diese Informationen, Admiral? Ein Augenzeuge, Lord Malak. Der Kopfgeldjäger Kellon Nord war dort, als Bastila und Karth vom Planeten flohen. Sie haben ihn offenbar zurückgelassen, weil sie dachten, er wäre tot. Eine Jedi und ein Kriegsheld. Ein Wunder, dass ihr das Zusammentreffen überlebt habt. Ich bin sehr zäh, Lord Malak. Kalo hat zugestimmt, uns dabei zu helfen, die junge Bastila gefangen zu nehmen. Natürlich verlangt er eine hohe Bezahlung für seine Dienste. Sein Ruf als Kopfgeldjäger ist wohl verdient. Ihre Freunde interessieren mich nicht, Kalo. Aber ich möchte diese junge Jedi lebendig, wenn es möglich ist. Lord Malak, verzeiht mir. Könnte ich euch unter vier Augen sprechen, sodass die normalen Soldaten nicht mithören können? Ich hoffe, ihr verschwendet meine Zeit nicht, Admiral Kareth. Ich kann euch versprechen, dass ihr sehr daran interessiert sein werdet, was Kello euch über die anderen Begleiter Bastilas sagen kann, Lord Malak. Die Macht hat uns eine
eine Vision geschenkt. Wie damals auf Dantooine. Habt ihr sie gesehen? Natürlich habt ihr. Die Macht ist in uns beiden stark. Kashyyyk ist eine üppige, aber einfache und unentwickelte Welt. Hier hätte ich die fremde Technologie einer Sternkarte nicht vermutet. Es kam mir so vor, als wäre die Sternkarte am Waldboden. Die Wookies von Kashyyyk siedeln hoch oben in den Vroshia-Ästen. Nur die mutigsten von ihnen steigen in die verbotenen Tiefen des Waldes hinab. Wenn sich die Sternenkarte irgendwo tief unter uns auf der Planetenoberfläche befindet, und das deutet unsere Vision ja an, dann wissen die Wookies bestimmt nicht mal, dass es sie überhaupt gibt. Wenn wir erst wissen, wo die Sternenkarte ist, werden wir klarer sehen. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, um nichts Neues mehr zu verpassen. Dafür kannst du einfach jetzt in die Mitte klicken. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.